Tell me that I tried too hard and that I'm not the one you want. Seit kurzem gibt es an den wichtigsten Plätzen der Klagenfurter Innenstadt einen öffentlichen Internetzugang. Das sogenannte City-WLAN ist an 25 Access Points wie etwa dem Neuen Platz, Alten Platz, Benediktiner oder Kardinalsplatz verfügbar. Vor 20 Jahren als junger ÖVP-Obmann habe ich das erste Mal bei Gemeinderatssitzungen dabei sein dürfen und dort auch als ersten Antrag eben die Einführung eines City-WLANs gefordert. Und nachdem ich jetzt Stadtrat geworden bin vor 2 Jahren, habe ich mir gesagt, jetzt setze ich es um. Fast jede Stadt in Europa, die wirklich zukunftsweisend arbeiten möchte, bietet das an. Ich glaube, das sind wir der Bevölkerung schuldig, aber auch den Touristen und der Universität. Und ich denke, dass es ein sehr großes und schönes Zeichen in Richtung Zukunft der Stadt Klagenfurt ist. Neben dem City-WLAN können jetzt auch Studierende in Klagenfurt den internationalen Universitätszugang EduRoam nutzen. Wir haben auch hier das große Glück, dass wir mit der Universität eine Kooperation machen haben können und hier auch die Studierenden sich verbinden können. Das heißt, ich kann als Student irgendwo auf der Welt studieren. Wenn meine Uni in diesem Netzwerk ist, werde ich in Klagenfurt automatisch, ohne dass ich extra was tun muss, mit meinem Endgerät hier eingeloggt. Das WLAN der Stadt Klagenfurt hat eine Datengeschwindigkeit von 100 Mbit pro Sekunde und zählt zu den schnellsten öffentlichen Netzwerken Österreichs. Das neue City-WLAN, das fußt auf der modernsten Technologie. Die WLAN-Access-Points sind mit Glasfaser erschlossen, was für Klagenfurt bedeutet, immer wenn es technologische Verbesserungen gibt, dann sind sie sehr rasch mit dieser Technologie, die nach oben unlimitiert ist, auch umsetzbar. Als Projektpartner übernehmen die Stadtwerke die technische Leitung und begleitende Überwachung. Wir kontrollieren das auch, wenn jetzt zum Beispiel jemand ständig drinnen ist. Also es sollte jetzt nicht dafür da sein, dass die Leute ihr Home-WLAN abmelden, wenn sie jetzt direkt in der Innenstadt wohnen. Das alles wird auch kontrolliert. Natürlich auch verbotene Seiten etc., die werden abgelehnt. Also da ist eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Stadt und Stadtwerke diesbezüglich, dass das eine engmaschige Kontrolle auch gibt. Im Tourismus soll das City-WLAN im weitesten Sinne zu Bewerbung der Stadt beitragen. Zurzeit ist es eigentlich auch üblich, Kurzvideos zu produzieren, die man dann auch eben über WLANs rausschickt. Und wir haben in Klagenfurt mit der Glasfasertechnologie mit Abstand eines der besten WLAN, City-WLANs, freien zugänglichen City-WLANs in ganz Österreich, wird das natürlich ganz, ganz gut funktionieren und da werden viele Videos und Bilder in die ganze Welt hinausgehen. Eine Erweiterung der Anzahl an Access Points ist bereits in Planung. Angedacht wird dabei der Bereich rund um das Theater sowie der Lendhafen.